Hallo Leute und willkommen zurück zu Genshin Impact. Zusammen mit Euke. Yeah. Oh yeah, Mr. Krabs. So denn, sofort los. Gar nicht hier groß die Warteanimationen abeiern. Wollen wir uns jetzt nicht nochmal vergleichen, ja, die alte Ember mit der neuen? Erstmal reden. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Erstmal reden. Das ist irgendwie surreal, oder? Ja. Every second we waste is a mark against the name of Favonius. Let's get in that temple. Stat! Stat! Jetzt wollen wir hier die Details nochmal vergleichen. Offensichtlich. Was sagtest du, Eike? Nichts. Das braucht. Halt mich. Nein, nein, nein. Sag nicht. Zu nicht viel wiederholen, weiß. Was wir gesagt haben. Ja. So, und rein. Ja. Ich denke mal, die Leute haben ja Augen und wissen, haben rein, sehen die rein, Unterschiede. Rein, rein, rein. Du seht schon, es passiert. Es, du kannst während des Redens diese Ladeanimation machen. Du musst nicht immer fertig sagen und dann rein. Sondern mach hier keine, bau hier keine Spannung auf. Vor allem für ein Spiel. Einfach rin. Vor allem das Spiel hat Ladeanimation. Du kannst. Ja, mach ja, doch Einzelspieler. Ja. Mach doch während ich rede weiter. Ich weiß, wann Dialoge sind, Dechan. Keine Panik. Ich halte schon rechtzeitig die Klappe. Rin. Du musst nicht mehr so tun, als ob ich das nicht wüsste. Aha. Auf in den Tutorial Dungeon. Ich frage, sind wir jetzt unter der Erde oder sind wir in alternativen Realität? Genau, die Dornen verbrennen. Mal lesen. Ich weiß. Ich kenne das doch bereits. Okay, weil du nur die einen Dornen verbrennst. Naja, die laufen ja nicht weg. Mach die Kisten kaputt. Du meinst die Fässer. Könnte ja schließlich auch noch was drin sein. Hm? Muss. Ist ja nicht so, die meiste Zeit. Ist ja nicht so, als könnten wir hier. Im Lumi, genau. Genau, einfach draufhauen. Ist ja nicht so, als könnten wir hier wieder reinkommen. Ist ja nicht so, als wäre das hier. Ist weg, wenn. Kannst hier nie wieder rein. Das stimmt doch gar nicht. Das stimmt. Du kannst hier nie wieder rein. Man kann nicht wieder in die Tempel rein. Nein. Nein. Zu. Weg ist weg. Wenn du hier eine Kiste verpasst, ist sie weg. Dann kriegst du sie niemals. Und die Dendro-Kategorie, Pyro-Effekte. Heiß, heiß, heiß. Ja, weg ist ja, los, weg. Ja, schießt von hier. Kannst du von dir snipen. Ich weiß. Weg. Vielleicht sollte man auch voll aufladen. Los, jetzt schieß weiter. Was soll denn das? Mach doch mal. Jetzt schieß mal ordentlich auf ihn, dass sein Schild anfängt zu brennen. Ja, ich will ich ja gerne, aber... Du hast dich aufgeladen. Dein Schild brennt ja. Los, jetzt Animo. Windblade. Oh no! A horn! Was? The fighting must have got them riled los! Up. Baron Bunny! Well, good thing I prepared my secret das war Ulti-Verschwendung mal wieder. Hey, hey, ja. Hey, hey! Ja, los! Na, komm! Alter, was hast du mit Aufladen? Wieso mit Aufladen? Ist doch voll egal! Lad auf! Für den Effekt, damit es El Spektakuläre ist, wie du immer sagst. El Spektakuläre? Weißt du, damals noch damals bei unserem Sniper Elite Let's Play. Ach, das oh, ich wollte mehr Killcams, ich brauche mehr Killcams, nicht genug Killcams, also mehr Killcams. Ja, Leute, falls ihr jetzt neu seid und noch nie einen von Let's Play hier gesehen habt, Eike hat dieses Talent, sich immer auf irgendwelche Sachen, die für 10 Jahre her sind, nochmal zu erwähnen. Weißt du doch damals, als du das und das falsch gemacht hast? Du spielst aber jetzt genauso kacke wie früher, also du hast dich kein Stück verbessert. Das ist doch, wieso? Die Leute stehen darauf. Du musst jetzt mal richtig die Charaktere nutzen. Ja. Los, schießen. Dein Schild anfackeln. Und noch ein Schild anfackeln. Und jetzt nicht den Wirbelwind, sondern einfach nur die E von Lumi. Animo. Animo, 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 Animo. Guck mal, wie viel Schaden das macht. Ich weiß, Elementarreaktion. Ja, warum machst du es denn nicht? Weil, naja. Weil du doof bist. Jetzt spielen wir ordentlich, sonst brechen wir das hier gleich ab. Ja, ja, könntest du das bestimmen. Ja. Ich sag sonst schlimme Sachen, dass du das rauszensieren musst. Ah, so können wir es natürlich auch machen. Du bist quasi die schlimme Version eines Backseat-Gamers. Richtig. Die normalerweise weggeblockt werden. Oder übersehen. Oder ignoriert. Ah. Spiel
spielst halt wirklich wie ein Anfänger. Das ist halt ganz furchtbar. Ich passe mich nur Anemo, an. Ich sag dreimal Anemo und du sagst. Und machst nur L. Warum auch immer. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Das war natürlich mit Absicht. Mhm. Nee, ich möchte, dass du jetzt wie ein Profi spielst. Wie jemand, der das jetzt durchläuft, sozusagen wie einer, der alles kennt und alles weiß und richtig gut spielt. Ich will, dass du jetzt gut spielst. But at least this way we've helped Jean out. In the past, we were at least able to defend the city and keep it safe. This, of course, is mostly thanks to Jean. Wirklich? But now with Storm Terror directly attacking the city itself, the winds change. So too should our tactics. Warum ist das Lip-Sync? Vielleicht war es schon Lip-Sync damals und es ist nicht aufgefallen. Nein, war es nicht. Wirklich? War es nicht. Nein. Ja, du musst das ja erklären, Eike. Du hast ja letztens erst wieder angefangen. Du hast ja letztens erst wieder angefangen. It's what Lisa likes to say. Speaking of which, the four winds we were discussing earlier? If you want to learn more about our history, you can ask Lisa. I'm not saying I don't know our history. It's just... I mean, a librarian is supposed to be more knowledgeable than an outrider, right? The fuck, wieso ist das Lip-Sync? Ich hab da eine Vermutung. Dass, schon, die neuen Quests sind nicht Lip-Sync, also werden sie das nicht nach hinten aufbauen. Meinst du, sie haben es nicht nachträglich gepatcht? Dann hätten sie die Hauptquest, dann hätten sie das Hauptspiel oder die 4.0-Quest schon Lip-Sync gemacht. Das könnte auch ein Zufall gewesen sein. Ja, dann auf dann zum nächsten Tempel. Ja. Den wir uns dann mit Lisa treffen. Viel reisen. Du kannst gleich den Teleporter mitnehmen. Natürlich nicht den Teleporter, mit dem ich da bin. Muss ich erst bei dir hinlaufen. Ich meinte eigentlich die Götterstatue. Aber... Wieso Götterstatue? Rechts, du Tunnelblick. Ach, du meinst die am Baum? Ja, genau. Da können wir auch gleich den... den Anemo hier gleich noch mit dem. Den Anemo? Ich dachte, das ist ein Seeli, aber passt schon. Seeli, Entschuldigung, ich war ein bisschen zu weit drin. Nein, warst du nicht. Du hast einfach nur gerade wieder den Fuchs ignoriert. Ach komm, lass die Füchse doch Füchse sein. Seht schon, du brauchst das Fleisch. Du kannst kein Fleisch farmen. Vorsicht. Irgendwas will uns angreifen, aber was? A reward on the road. Was? Ach so, ach, der Dorschleim. Kann ich hier überhaupt treffen? Nein, muss ihn anzünden. Ja. Wir sind. Treffen ist eine Kunst. Ja, vor allem wenn wir. Wohl. Wir haben es davon gesehen, hier den. Ja, wir haben es davon gesehen. Wir haben es davon gesehen, wir haben ja den Elementarblick jetzt. Wohl, konnte ich den vorher nicht benutzen? Das wusste ich gar nicht. Es ist ja meistens in so einem Spiel so, dass man bestimmte Techniken erst einsetzen kann, während sie dir erklärt werden. Und. Ja. Ich glaube, in der Phase können wir auch die Gegner auch normal einfach so bekämpfen. Brauchen keinen aufgeladenen Schuss. Das glaubt man. Ey! Genau. Anemoculus. Ich glaube, die Menge, die in der Welt versteckt sind. Let's head back to the Statue of the Seven at Windrise and offer it to the gods. Well, you should come with me. Paimon will tell you about the rest later. Ich bin verwirrt. Du auch, ja, Eike? Ich bin auch verwirrt. Eike, bist du nicht auch verwirrt? Wovon? Na, du bist verwirrt von davon, dass es Lip-Sync ist, und ich bin verwirrt von Paimons Stimme. Das sind die Kristallschmetterlinge, die sie immer hier sind. Ja, das sprich an. Ja, mach ich doch. Bam! Es ist doch ein ganz kleiner... Wir sind wie ein Fisch in einem kleinen Teich. Noch. Statue anbeten. Genau. Alles da bringen.
Da ist noch einer. Für nächste Stufe brauchst du zwei. Was, echt? Blessings of the seven? Das hol den Schmetterling. So, wir wollen natürlich auf die Heldin setzen. Tja, das hier zu lösen. Aussprechen lassen. Originally had gems that were taken by swallows, but animalculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Hey. Unlike others with powers, you don't have a vision. Klettert auf den Baum. But jetzt the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering animalculi and maybe you'll receive more blessings. Da habe ich jetzt gerade Palmen abgeschlossen. Ja, jetzt haben wir sieben Punkte mehr Ausdauer. Na, zum Glück gibt es auch immer so Ecken, wo man hier kurz ausruhen kann. Hey! Hättest du dir jemals gedacht, Eike, wie groß die Welt ist, nachdem wir nach Mondstadt raus sind? Ja. Weil ich nämlich die Roadmap gesehen habe, im Gegensatz zu dir. Und du guckst ja auch die ganze Zeit die Leaks. Wo aber leider nichts über Stories verraten wird. Anderen Animoculus, der da hängt. Ja, ich weiß. Flieg einfach rüber. Können ja natürlich auch einfach den Achso, Dejan, guck nicht auf die Mini. Dejan, ich sehe die Mimi-Web. Ja, okay, dann siehst du Voice, weil du guckst nämlich in die falsche Richtung. Doch, der ist da. Ah, ist er das? Ja, der ist nicht oben, ich wollte es nur gesagt haben. Er ist unterhalb. Ah, ist er das? Okay. Ja, er kann ja nur unterhalb sein. Ja, dann zeig mal, dann mach mal. Eike ist furchtbar. Eike ist furchtbar, ich sehe ihn doch von hier aus. Ja, okay, dann mach mal. Ja, mach doch. Jetzt bin ich durch den Askel geglitscht. Okay. Der Seele, na, der Seele wartet ja auf uns. Ich meine, die liegen ja schon seit... Oh, interessiert doch nicht. Das kannst du privat machen. Ja, ja. Ich meine, die Seelis, die haben ja eh schon seit... Hui. So, hol dir nochmal Ausdauer. Ja. Gehört zu dem... Genau. Hat jetzt nichts gebracht. Ja, es war einfach nur wegen des Effektes. Und, nein, Pluderosen. Ah, können wir schon mal ein bisschen Windmühlenaster einsammeln. Apropos, was ich dich in der vorigen oder vorherigen Folge fragen wollte, Eike. Ja. Hast du schon mal daran gedacht, Sticky Honey Rolls zu machen, nachzumachen? Habe ich schon mal gemacht. Habe ich dir sogar erzählt. War Sticky, oder? Nö. Nö. Was war es? Einfach nur mit Honig gebratenes Fleisch? Das war einfach nur mariniertes Fleisch, steht schon. In der Pfanne. Jetzt neben dem Reden, Dejan, neben dem Kommentieren spielen. Ich kann das. Du machst es aber nicht, das ist das Problem. Man muss es dir immer sagen, weil du dann da stehst wie bestellt und nicht abgeholt. Da stehst. Du unterbrichst, du zerstörst den Moment. Darf ich jetzt mal auch abgeben, Dejan? Du zerstörst den Moment. Scheiß drauf, es gibt hier keinen Moment. Ja, aber das ärgert die Zuschauer. Ist mir egal. Dann schalten die ab und sagen, was meckert ihr die ganze Zeit an? Ich hab keinen Bock mehr. Ja. Animo Granum. Dejan, was habe ich gesagt, wo man drücken soll? Aber weiter. Geht ja auch so. Ja. Ja. Minze. So, können wir jetzt endlich bitte weiterreisen? Du kannst quaken, während du läufst. Ich weiß. Ah. Einfach querfeld ein. Lassen die Hildschuhe einfach erstmal links liegen. Die laufen jetzt nicht weg. Mach sie platt. Jetzt zeig mal, was du kannst. Spiel mal wie ein Profi. Wie ein Profispieler jetzt. Wirklich? Nicht wie ein Arschloch. Ja, jetzt will ich mal sehen, dass du wie ein Profi spielst. Das ist übrigens noch ein Schmetterling. Ja, das kommt ja schon in unsere Richtung. Ja, nimm ihn mit. Ich warte. Und zack. Ja. Warte mal. So, und... Profi-Let's Player. Windblade. Ja. Und dann auch ihn hier hinterher. Schön, dass er einfach nur stehen bleibt. Vor allem, weil du nie den Aufladeschuss abwartest. Du schießt immer ein Tet zu früh. Eine Millisekunde zu früh. Du musst voll aufladen mit ihr. Dejan, das ist keine Yelan. Du musst wirklich 2 Sekunden mindestens voll aufladen. Ja. Ach, da ist er. Ach ja. Weißt du noch damals? Schieß den Dendroschleim jetzt ab, dann kann er sich nicht verpissen. Wir können ja auch so treffen. Heiß! Oh, hot.
sind noch ganz am Anfang. Da fliegen diese... Was denn? Was? Ich werde schon einsammeln, Ike. Ich bin ja nicht blind. Was? Umdrehen. Umdrehen? Zurücklaufen. Du meinst zum Zielpunkt? Nein. Was dann? Was denn? Ich brauche schon ein bisschen mehr Anhaltspunkte. Nach rechts drehen. Ja, da, meinst du jetzt etwa die... Einmal voll umdrehen. Nein, da läufst du völlig in die falsche Richtung. Einmal voll umdrehen. Nein, nochmal drehen. Ja, zum nochmal Zielpunkt. Nochmal drehen. Nochmal drehen. Du, Dechan, du genau da, wo ich hin will, guckst du nicht hin. Jetzt hör auf, da hinzulaufen. Lass den Schleim in Ruhe. Umdrehen, 180 Grad. Und zurücklaufen. Du meinst... Ah. Stimmt. Hätte man natürlich auch mit den Inventarblick erkennen können. Dechan, du hast ein Inventarblickverbot. Damit du lernst, dass man auch ohne das spielen kann. Ah ja, ist okay. Weil du dich nämlich nur auf so eine Scheiße verlässt. Nur auf solche Hilfsgüter verlässt und gar nicht mehr selber den Entdeckungsdrang hast. Ich habe Entdeckungsdrang, warum läufst du da jetzt lang? Da ist ein Teleporter direkt nebenan, den kann man direkt mitnehmen. Oh, ist das anstrengend mit Ike, nicht wahr, Leute? Ja, weil du nicht ordentlich spielst, weil du fahrig bist und nicht ordentlich bist. Das, du könntest auch mal nett sein. Das stört mich sehr. Ja, ich könnte nett sein. Ich wollte auch heute nett sein. Aber du kannst es nicht. Aber das Problem ist, ich kann es nicht, weil du mich aufregst. Du fuckst mich halt wirklich brutal ab. Es macht mich halt wirklich wütend, wie du spielst, weil du wirklich nicht gut spielst. Du spielst nicht wie jemand, der das seit 3 Jahren spielt, sondern du spielst wie einer, der das seit 2 Stunden spielt. Und es wäre ja auch okay, wenn man sagen würde, okay, Ike, ich habe eine Schwierigkeit, ich bin halt behindert, ich kann halt nicht gut spielen. Dann wäre das in Ordnung. Aber so wie du gerade spielst, das ist halt wirklich ganz furchtbar. Ja, das ist sehr nett. Du weißt halt, ja, dann beweis mir einmal, dass du ordentlich spielen kannst. Richtig, mit Elementarreaktionen und vollem Ausnutzen aller Charaktere, die du zur Verfügung hast. Dann zeig mir das mal. Naja, wir sind ja noch relativ beeinträchtigt im Sinne von nicht so viel, dass wir nicht so viele Charaktere haben. Noch nicht. Ah, Seli. Kannst von hier nicht alle treffen. Weil es wahrscheinlich eins hier unter mir ist, oder? Nein, das ist viel offensichtlicher versteckt. Ah. Du guckst doch in die falsche Richtung. Bitte. Du guckst doch in die falsche Richtung, bitte. Ich sehe es doch. Ja. Ja. Ich den Seelen schon mal auf den Weg schicken? Bitte und danke. Nein, sage ich nicht. Was jetzt? Geheimzolle so, einmal den Regen von Ember. Kuh, 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 Kuh. Ja. Kuh, Kuh, von Ember, von Ember, von Ember, von Ember. Hat sie erwischt? Na, ich geh noch an BJ bei ihr ran. Habt ihr gesehen, wie lange Dechan gebraucht hat, um zu verarbeiten, was ich wollte von ihm? Weil er nämlich wieder die Kur von Lumin machen wollte, weil er nämlich gerade Lumin mit Ember verwechselt hat. Nicht den Wirbelwind machen. Ist schon so, sehr schön witzig, dass du könntest auch Saccharose benutzen. Du könntest Sucrose benutzen. Die ist richtig stark. Die ist auch schon ein bisschen zu stark für jetzt. Vorsicht, das böse Gras. Warum nimmst du die Kiste nicht mit? Weil ich erst den Seeli zu seinem Ruheplatz bringen wollte. Chests appearing out of thin air? This needs research. Ist Sucrose eigentlich, Sucrose eigentlich sehr beliebt? Das müsstest du wissen für jemand, der das Spiel seit 3 Jahren spielt. Ja, bei ungefähr 50 Charakteren kann man nicht wissen, wie die allgemeine Stimmung ist. Doch, das weiß man. Und du machst dir das Dash in 5 Euro. Ach, komm. Ah. So, dann auf zum, jetzt endlich mal auf zum zweiten Tempel. Da ist noch ein Schmetterling. Ich sehe ihn bereits. Ich wollte ihn schon mitnehmen. Wie du den anderen eben mitgenommen hast. Ja, da war... Lässt ihn wegfliegen. Das war, den Umständen entsprechend geschuldet. Ja, ja. Was macht der Vogel da? Achso. Da kannst du ihn töten. Das sah gerade so aus, als würde der eine Vogel auf den anderen drauf sein. Wieder nicht voll aufgeladen. Ist doch egal, bei normalen Tieren. Naja, wir brauchen noch einen Animo. Quatsch, wir brauchen einen Hydrocharakter, um die löschen zu können.
Ah, man kann nur Wasser mit Hydro... Die Pflanze nur mit Hydro löschen, okay. Oder Eis. Ah. You've arrived. Come closer. Ja, du bist auch schon hier. Can you smell that? Es riecht nach deiner Unterhose. Ich wollte auch gerade einen Witz springen, von wegen, ja, das ist Sachs. Something must have happened in the temple. I imagine there will be slimes, hilly churls, and whatever's giving Storm Terror extra power. Oh yes, it is going to be lively in there indeed. As bustling as it may be, no, I can't imagine it will be dangerous at all. Natürlich nicht. It's a pity that the Temple of the Wolf has been disturbed by such an atrocity. Let's head in. No one makes offerings to the four winds anymore. Yet the old winds never vanish. We need to clear out the temples. For the four winds. Ich dachte, jetzt verschwindet er. Na ja, gut. Dann machen wir uns doch mal auf in den Tempel.